regnerisch. Morgen. Wir werden jetzt abbauen trotz des Regens, der vorhin war, und versuchen zu starten. So machen wir das. So, wir starten. Vor uns ein Schotte. Müssen wir hier hoch, wa? Nee. Ja, die Frage. Ja. So, die ersten 5 Kilometer haben wir und der erste Regen schon mal. Nee, so sieht es noch nicht aus. Ja, wir müssen das Stück für Stück heute machen. Wird wahrscheinlich keine Riesenetappe. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. So, Regenklamotten angezogen. Froschmann. Es regnet zwar gerade mal nicht und da hinten wird es auch heller, aber laufend der Wechsel, da hinten seht ihr ja grau. Irgendwie kommen wir durch den Tag heute. Fotosession? Mal kurz. Na cool. Ja, wieder hier Regenjacke aus, wurde zu warm, jetzt kommt auch die Sonne raus, aber Gegenwind haben wir heute. Ein bisschen hinterm Deich, leicht windgeschützt, sehr schön. Kommen durch die ganzen Koks hier, Friedrichskoog, Kronprinzkoog. Ja, gut geworden, gut. Ja, irgendwie hat sich der Wind jetzt gedreht. Wir haben wieder vollen Rückenwind. Beste Sache. Jetzt nach Schwächer. Ja. Ach, ist das schön. Okay.
Naja. Oh, ein WC haben sie. Adlerstation. Ah, scheint nicht geschlossen zu haben. Hier am Naturschutzstation Bad Wurm. Ja, hat leider geschlossen das Haus. Na ja, guck mal so ein bisschen. Grüßung 11,5. So, sind wir hier an so einem Sperrwerk. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt was bei dem Wind. Oh, hier unten haben wir einen schönen Windstill. Fast sommerlich. So, haben wir einen kurzen Zwischenstopp hier im Deichhaus haben wir gefunden. Der andere hat ja nicht offen, wo wir hin wollten. Carsten trinkt Käffchen. Ich ein Dithmarsches Pilsner. Und dann esse ich noch den Klassiker. Currywurst mit Pommes. Und was hast du? Ein Deichling? Deichling. Ein Deichling hat Carsten. Das ist irgend so ein Braten. Bulette hier vegan, war aber was? Ja. Gut, und die Sonne zeigt sich so ja jetzt mittags. Herrlich. Hier sieht man mal den Wind. Wir sitzen hier gerade hinter so einer Palisade, geschützt draußen. Ja, der wird uns heute noch begleiten. Ne? Aber egal. Wären es heute um die 60, knappe 70 vielleicht. Schauen wir mal. So, waren wir gerade im Deichhaus. Kleinigkeit gegessen zum Mittag. Weiter nach Büsum. Büsumer Deichhausen. Wir sind jetzt in Büsum. Der Hafen. Der Leuchtturm.
So, in dem Fahrradladen hier fix noch Ölzeug geholt für die Kette. Und jetzt geht es weiter Richtung Norden. Campingplatz ist ca. noch 50 Kilometer. Ja, war gut. Ja. Also war natürlich chillig heute. Ja, das ist mühsam. Schutzhütte. Wer hätte es gedacht, dass sie zum Schutz ist. So, hier sieht man mal einen Übersichtsplan, wo wir uns befinden. So also eine Schutzhütte. Dann machen wir noch mal Rast. Und dann sind es noch 8 Kilometer ungefähr. Dann haben wir es wieder mal. Wäre das? Der ist überschwemmt, der Weg. Tagesziel erreicht. Camping Weselburener Kok. Gibt's Kok? Hast du Pause gemacht oder was? Nee, der eine Hügel da. Moin! Hier sind die Häschen aktiv. Hoch, alles voll. Meister Langohr. So, Tagesziel erreicht. Camping Weselburener Kok erreicht. Ja, ist mehr so wie so ein Karawanplatz mit Wiese, aber wir haben hier ein Tischlein und konnten gerade noch ohne Regen aufbauen. Jetzt zieht sich leider etwas zu wieder. Ja, toller Sommer dieses Jahr. Aber was willst du machen? Wir brauchen uns vorhin noch, jetzt ziehen wir das durch. Und wir wollen ja noch bis Dänemark hoch. So, Abendbrot heute. Souvlaki mit frischem Brot. Und Barbecue-Soße im Zelt, weil es gleich tröpfelt. Aber alles okay. Wir haben uns ja schon dran gewöhnt. Der Chefkoch sitzt da drüben. Wir haben jetzt unsere Zeltplan hier so übereinander gespannt. Da haben wir so einen leichten Regen und, naja, Windschutz kann man nicht sagen.